Also grundsätzlich funktioniert so ein Bahnrad oder Fixi genauso wie jedes andere Fahrrad auch. Durch Pedalkraft wird es angetrieben. Der einzige Unterschied ist, dass es eben mit einer starren Narbe verbunden ist, dass egal wie ich trete, nach vorne und rückwärts dreht sich die Narbe rückwärts. Also wenn ich rückwärts trete, dreht sich die Narbe rückwärts. Wenn ich vorwärts trete, dreht sich vorwärts. Und dass ich die ganze Zeit immer, immer mittreten muss. Oder eben so ein bisschen gegenhalten, dann wird es immer langsamer. Das hat sich auch bei mir völlig gewandelt irgendwann, dass man Fahrräder nur als Fahrräder sieht, wo man so früher gedacht hat, naja, ist ein Fahrrad, toll. Und plötzlich kamen diese Fahrräder und ich habe die also bei einem Freund in Tokio, der hat mich drauf gebracht und meinte so, ey, guck dir mal so ein Fahrrad. Und ich so, wow, das ist echt irgendwie sexy. Das ist einfach wirklich, das ist einfach ein sexy Fahrrad. Die regelmäßigen Events sind Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Die ECMC ist die European Championship for Cycle Messenger Championships. Genau, European Cycle Messengers Championships. Da kommen aus ganz Europa, inklusive Japan, kommen Leute zusammen und fahren da auf einem festgeschriebenen Parcours, das Main Race. Dann gibt es noch Radpolo. Das ist eine uralte Sportart, wo man eben Polo mit dem Fahrrad spielt. Ich bin jetzt kein persönlicher großer Freund davon. Also ich mag lieber Fahrrad fahren. Das hat so viel mit Fahrradstehen zu tun. Dann Sprint auch noch. Also wird zu viel gestartet auf eine Länge von 100, 150 Metern, guckt, wer Sprintchef wird. Und da trifft man sich dann halt. Das ist so mehr meine Sonntagsgazelle. Das ist auch so ein richtiges Bahnrad, wie man sehen kann. Es sind hier auch die Spaltmaße vom Vorderrad zum Unterrohr super eng. Der Radstand ist viel kürzer, das ist viel wendiger, das fährt einfach viel knackiger. Das würde ich nie bei Schnee und Eis fahren. Das ist eine sportliche Betätigung, die einfach wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß macht. Das ist einfach wirklich, das ist eine Erfahrung, einfach, die man macht mit sich selber. Dadurch, dass du weißt, dass dein Fahrrad keine Bremsen hat, fährst du anders. Du musst versuchen, echt die nächsten 10 Sekunden in die Zukunft zu gucken. Du guckst in alle Autos rein, steigt jemand ein, steigt jemand aus, bewegt sich was in dem Auto. Du denkst für 45 Autofahrer, die um dich rum sind, einfach mit. Der Karin-Laden ist einer von zwei Fahrradläden in der Stadt, die sich echt spezialisiert haben auf Bahnräder. Ich bin da sehr gerne. Wir haben auch so ein Café mit dran, wo man echt einfach so ein bisschen hängt und einen Kaffee trinkt. Mo war 10 Jahre lang Kurier, davon 5 Jahre in New York. Ich finde es so viel schöner, ja? Ich finde diesen blöden Logo, was sowieso abkratzt, wenn du so eine dicken Schuhe trägst. Aber das alte Logo ist einfach viel, viel, viel schicker. Das ist ein sehr schöner Laden. Und es ist eine sehr, sehr, sehr familiäre Atmosphäre da. Der, es ist natürlich jetzt was Besonderes. Das ist ein 1976er Fuji Olympic, was ungefahren ist. Ey, das ist so ein Rad. Ich bin so froh, dass wir das bekommen haben, weil das hängt hier und es wird niemals gefahren. Also es ist so, es ist ein Ding der Unmöglichkeit für mich, so ein Rad jemals zu fahren. Wir haben so viele Räder, die einfach nicht, das ist nicht zum Verkauf, das ist nicht zum Verkauf, das und das. Und, aber es ist so, es ist ja auch so ein Cycle Culture Café. Also wir wollen schon so die Kultur den Leuten näher bringen und klar, müssen wir auch Geld verdienen und Fahrräder verkaufen, aber es gibt so gewisse Fahrräder, auch das hier, das kannst du nicht auf der Straße fahren. Das ist halt so ein schönes Showobjekt, das ist halt auch so eine Art Kunst für uns. Es geht so ab 800 Euro los, aber kann man auch locker für 5000 Euro sich ein Rad kaufen. Bahnräder sind eigentlich für einen professionellen Sport gemacht. Deshalb sind sie natürlich teurer, weil die nicht so massenproduktionsmäßig, meistens auch custom-mäßig gemacht werden für irgendein
Radfahrer auf seine Größe und deswegen sind halt so eine Räder viel teurer als ein Mountainbike oder Rennrad, wo halt 10.000 irgendwo in Taiwan hintereinander gemacht werden. Es gibt schon so eine Szene, so Leute, die Bike-Polo spielen und Tricks machen und so. Und jetzt, klar gibt es sowas, aber es kommt eigentlich mehr so aus der Fahrradkurier-Szene und jetzt gibt es halt irgendwelche Kids, sage ich jetzt mal. Viele von den Kids, die haben es auch noch nicht so richtig übernommen, als dass sie sagen, okay, das ist so ein erweiterter Teil von mir, dieses Fahrrad, sondern für die ist es so ein Accessoire noch. Wir befinden uns in der zentralen Sicherstellungshalle der Berliner Polizei, wo nicht nur sichergestellte, beschlagnahmte Fahrzeuge aller Art untergebracht werden, sondern auch eben diese besondere Art von Fahrrädern, nämlich die Fixies. Fixies sind so gefährlich, weil sie schnell gefahren werden durch den ständigen Vortrieb, im Zusammenhang mit der Tatsache, keinerlei Bremsen zu haben, immens gefährlich sind und im Rahmen der Verkehrssicherheit von unserer Seite aus überhaupt nicht zu dulden sind. Fixies sollten auf keinen Fall beschlagnahmt werden, weil es totaler Schwachsinn ist. Also es ist so... Wann ist schon irgendwas gefährlich? Das sind so Fragen, die kann man nicht so pauschal beantworten, finde ich. Der Gesetzgeber, der verlangt zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen, also eine Vorderradbremse und eine Hinterradbremse. Die Möglichkeiten bei einem solchen Fixie durch Gegensteuern, durch Gegendrücken gegen die ständig fortlaufenden Pedalen zählt in diesem Zusammenhang nicht als zulässige Bremse. Ich sage zwar, ich habe zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen, aber die glauben mir immer nicht. Ich habe das linke oder das rechte Bein. Funktionieren unabhängig voneinander. Es ist Fakt, dass sehr viele Unfälle, die zum Beispiel beim Überfahren von roten Ampeln oder beim Unterschreiten von Sicherheitsabständen im schnellen Verkehr, beim Missachten von Vorfahrten, darauf zurückzuführen sind, dass die Fahrer solche Fahrräder benutzt haben und einfach nur nicht rechtzeitig bremsen konnten. Man verlässt sich ein bisschen zu sehr auf eine Bremse. Ich kenne das vom Mountainbike und vom Rennradfahren, dass man sich eigentlich immer auf diese Bremse verlässt. Und wenn es dann Pop macht, was macht man dann? Und ein Bremskabel reißt eher als eine Kette. Du hast ja eine Bremse, auch eine sehr, sehr gute Bremse. Also ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Es liegt in der Natur der Sache, dass jemand, der schnell vorwärts kommen will und auch deshalb ein solches Rad fährt, sich nicht unbedingt an alle Verkehrsregeln hält. Sie fallen insbesondere deshalb auf, weil eben ein solcher Fixie-Fahrer in der Regel nicht an einer roten Ampel anhalten wird, zumindest dann nicht, wenn der Querverkehr gerade nicht kommt. Ja? Und sie werden auch nicht Radwege benutzen, unbedingt da, wo Fahrbahnen sind, weil auf Fahrbahn komme ich nun mal schneller vorwärts. Und sie werden auch schneller fahren, als es gut ist für die Verkehrssicherheit. Und dadurch werden sie auch nicht jeden Vorfahrt oder jeden Vorrang anderer Verkehrsteilnehmer beachten können, weil das Bremsen eben umständlich ist, weil überwiegend durch Ausweichen und vorausschauendes Fahren gefahren wird. Du nimmst Abkürzungen, rote Ampeln, also ein Zeug. Also wenn es schnell gehen muss, dann scheuerst du egal wo lang, dann fährst du so, du fährst auf eine Kreuzung zu, wenn der Verkehr kommt, fährst du ein Stück mit dem Verkehr mit, schlängelt sich durch und dann wieder rüber. Wenn man guckt, sind keine Polizisten da oder sonst sowas, dann hat man dann so einen Flow irgendwie, man fließt durch die Stadt. Diese Motivation der Betroffenen ist sehr schwer zu durchschauen. Hier treffen also zwei Philosophien aufeinander. Unser Auftrag, Verkehrssicherheit zu fabrizieren und deren Anliegen, berauscht, schnell, mit einer ganz besonderen Art von Fahrrad durch die Stadt zu rasen. Ich wage mal zu behaupten, dass keiner von denen, der ein solches Fahrrad draußen im öffentlichen Straßenverkehr benutzt, ob nun, weil er Kurierfahrer ist und seine Brötchen damit verdient oder weil er Freizeitfahrer ist und nur das schick findet, gleichzeitig auch ein Sportler ist, der das Fahrrad als Bahnrad in einer Halle zum Beispiel zu Trainingszwecken oder Wettkampfzwecken benutzt. Das sind zwei verschiedene Welten. Das Fahrrad ist ähnlich konzipiert und kommt auch aus dieser Sportecke, aber die Benutzer haben nichts miteinander zu tun. Die Zukunft vom Bahnradfahren, glaube ich, wird jetzt vielleicht noch ein Jahr lang oder vielleicht sogar zwei. Also diesen Sommer, nächsten Sommer wird es nochmal einigermaßen groß sein. Und dann wird es so sein, wie es immer interessiert es keinen, den wissen sie ja alle. Und es gibt auf jeden Fall mehr Leute, die im Bahnrennen auf der Bahn fahren. Also auch hier die so Kuriere, die sich dann treffen nach dem Kurierfahren, nach 8 Stunden, 9 Stunden Kurierfahren, die dann nochmal für 2 Stunden auf die Bahn gehen und sagen, Alter, wie geil ist das denn? Das ist natürlich mein Traum, mal ein Loft zu haben mit 400 Quadratmetern, wo Fahrräder an der Wand hängen, na klar. Absolut.